Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal wieder eine EDC-Tasche vor. Und zwar habe ich hier von Sama Custom Made die kleine Umhängetasche Torba Mini. Ich bin schon sehr zufrieden, aber mehr dazu jetzt im Video. Viel Spaß! Der Torba Mini Bag wird in Israel hergestellt und ist in meinem Fall in der Flecktarn-Version komplett aus robustem 1000D Nylon-Gewebe. Bei anderen Mustern bzw. Modellen wird nur der Boden aus 1000D gefertigt und der Rest aus 500D Gewebe, je nach Materialverfügbarkeit. Bei der Verarbeitungsqualität gibt es absolut nichts zu meckern, die Nähte sind sauber verarbeitet und alles wirkt wertig und robust. Es sind Reißverschlüsse von YKK verarbeitet, Zipperpulse aus Paracord und Duraflex Kunststoffteile, also Schnallen, D-Ringe und Co. Auf der Waage hatte ich in meiner Ausführung ein Gewicht von ca. 750 Gramm. Das ist zwar nicht sehr leicht, aber für mich völlig in Ordnung. Die anderen Versionen mit 500D Gewebe sind da etwas leichter. Ganz vorne auf der Front gibt es einen breiten Streifen Velcro für Patches und Namensbänder, dann oben und unten kleine separate Fächer mit zwei Wege Reißverschluss. In das obere passt der Wasserfilter gut rein und im unteren habe ich mein Schälmesser untergebracht. Das größere Organizer-Fach dahinter mit großen 10mm Zwei-Wege-Reißverschluss hat mit einem Volumen von 1 Liter einiges mehr zu bieten. Hier gibt es einen kleinen Beutel mit Reißverschluss und D-Ring, um zum Beispiel Kleingeld, Zunder, Kabel oder Kopfhörer aufzubewahren. Über den kleinen Loop oben links wird der Beutel befestigt und kann hier auch schnell wieder entnommen werden. Rechts ein kleiner Anhänger mit Schnellverschluss für Schlüssel, eine kleine Lampe oder den Kompass. Darunter befindet sich ein großes Einschubfach, das ich für meinen Notizblock und Kartenmaterial genutzt habe. In der mittleren Reihe habe ich Stifte, Essbesteck, Kienspan, drei kleine Bündel Paracord und ein Messer untergebracht. Ganz vorne gibt es zusätzlich zu weiteren Fächern auch Gummischlaufen zum Einspannen. Hier hat das Big, der Feuerstahl, ein Batteriepack, das Bitkit, eine kleine Taschenlampe und etwas Draht perfekt reingepasst. Auf der anderen Seite gibt es noch ein Klarsichtfach mit Reißverschluss, in dem ich etwas Verbandsmaterial und flachere Gegenstände reingepackt habe. Das ganze Fach lässt sich übrigens komplett aufklappen und ausbreiten. Weiter geht's mit dem Hauptfach mit einem Volumen von 4,5 Liter. Auch hier ein dicker 10mm Zwei-Wege-Reißverschluss, der sich bis an die Seiten öffnen lässt. Im Inneren gibt es eine große Velcro-Fläche, um Panels, Klettholster oder Patches anzubringen. Durch die dünne Schaumstoffeinlage zwischen den beiden Fächern und dem dicken Rückenpolster drückt der Inhalt nicht unangenehm auf den Körper und die Tasche gewinnt an Stabilität. Den Platz im Hauptfach habe ich für meinen 1 Liter Trinkbeutel, meine Gaskartusche mit Brenner und für kleinere Snacks genutzt. Obendrauf könnt ihr dann noch mit Hilfe der beiden Riemen mit Schnellverschluss zum Beispiel die Regenjacke, ein Tarp oder ähnliches befestigen. In meinem Fall hier war das ein kleiner Topf mit Becher und Konserve im Inneren. Wer nicht so viel mitnehmen möchte, der kann die beiden Riemen über die Loops entfernen und hat so besseren Zugriff auf das Hauptfach. An den Seiten gibt es links und rechts jeweils 2x2 Reihen Pals. Hier ist Platz für Karabiner, um zum Beispiel die Kappe einzuhaken oder ähnliches. Auf der anderen Seite habe ich meine alte Magazintasche für meine Säge angebracht und der Löffel findet hinter den Schlaufen auch noch gut Platz. Kommen wir zum Tragesystem. Hier gibt es wie schon erwähnt eine relativ dicke Polsterung an der Rückenseite. Zum Befestigen der Trageriemen bzw. des Schultergurts gibt es insgesamt 4 Verbindungspunkte. Zwei davon oben links und rechts, fest vernäht und nicht abnehmbar. Und an den Seiten dann nochmal 2 Loops, in die man sich die Schnallen einfädeln kann. So kann oben der Schultergurt befestigt werden und unten bei Bedarf noch ein Hüftgurt für strafferen Sitz. Der mitgelieferte Schultergurt ist leicht gepolstert und besitzt Pals über die komplette Fläche. An den Enden einmal quer und einmal längs, um Taschen oder Messer vielseitiger positionieren zu können. Wer ein Tarp mitnimmt, kann hier auch sein Hauptseil oder aber auch den Trinkschlauch einer Trinkblase festkletten. Außerdem sind an beiden Enden noch D-Ringe eingearbeitet. Wer die Riemen über Kreuz befestigt, kann den Torba Mini auch als Chest-Trick vor der Brust tragen. Dafür gibt es optional auch noch einen vollwertigen 4-Punkt-Schultergurt für noch besseren Sitz.
Ich persönlich bevorzuge allerdings die One-Sling-Variante. Im Lieferumfang sind mehrere Schnallen und Verbindungsstücke enthalten, die sich je nach Anwendung an den Loops oder Schnallen befestigen lassen. So kann der Torba Mini schnell und einfach angepasst und eingestellt werden. Vier weitere Loops im Bodenbereich hätte ich mir zum Befestigen von Ausrüstung im Nachhinein noch gewünscht, da man dadurch das Hauptfach oben nicht bedeckt. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das gute Stück. Geniales Teil, finde ich. Gutes und vielseitiges Design. Nicht zu groß, nicht zu klein. Gut für kleinere Touren ohne viel Schnickschnack, als kleines First Aid Kit oder einfach nur als kleine Tasche für den Alltag. Positiv für mich ganz klar die Verarbeitungsqualität und die Materialien. 1A. Das Drag-and-Drop-System mit den Riemen hat mir sehr gut gefallen und Flecktarn ist auch immer gut. Bei den negativen Punkten habe ich eigentlich keine. Ich würde mir, wie schon erwähnt, unten im Bodenbereich noch vier Loops annähen lassen und ein bisschen Velcro auf die Rückenseite. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Materialien nicht PU beschichtet oder imprägniert sind. Da müsst ihr also ein bisschen selber nachhelfen. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut mal beim Boris vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.